Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Liebhaberinnen und Weltwoche-Liebhaber, liebe Leserinnen und Leser, ganz herzlich willkommen zur Vorschau auf die neue Ausgabe, die ich hier vor mir habe, Nummer 39 vom 26. September 2019. Also morgen bitte verzeihen Sie, dass ich heute etwas später dran bin. Ein intensiver Tag in Bern hat mich daran gehindert, diese Sendung schon vorher aufzuzeichnen. Nun also. Kurz vor einem Auftritt in der Reihe Roger Köppel spricht, heute in Weiningen, darf ich Ihnen die neue Ausgabe vorstellen und wir steigen ein in ein Thema, das wir schon vor über 4 Jahren einmal angekickt haben, aber das jetzt in den Medien auch noch einmal groß behandelt wurde, nämlich das Thema der Pöstchensammler in Bern. Das ist ein politischer Aufreger jetzt auch im Wahljahr. Diese Parlamentarier, die aufgrund ihres Amtes in Bern ganz emsig und fleißig Zusatzmandate, die meisten davon sehr lukrativ bezahlt, einsammeln. Also wir reden hier nicht vom Milizsystem. Milizsystem heißt, wenn Sie Metzgermeister sind oder einen anderen Beruf haben, dass Sie dann gewählt werden, nach Bern kommen, immer noch Metzgermeister sind, vielleicht im reduzierten Pensum und nebenbei Ihr Milizamt versehen. Das, was wir hier thematisieren, ist etwas ganz anderes. Sie sind, ich weiß nicht, irgendetwas, werden gewählt nach Bern, sind dann Parlamentarier, dann werden sie kontaktiert von Firmen, Lobbygruppen, Verbänden und so weiter, die sie einkaufen, die ihnen lukrative Pöstchen anbieten und ihnen dann sagen, ja, wenn sie bei uns in den Beirat XY kommen, dann zahlen wir ihnen so und so viel Geld. Im Gegenzug vertreten sie dort dann natürlich unsere Interessen. Also hier ist dann sozusagen die schmale Grenze, die schummrige Mittelzone zwischen Miliz und Korruption irgendwo berührt. Wo kippt eigentlich das Milizsystem in ein System gekaufter Politiker, professioneller Ämtchen und Pöstchensammler, Selbstbereicher und Selbstbediener? Das ist hier die große Fragestellung. Wir haben verschiedene Artikel zum Thema. Ich habe mich auch dazu geäußert, mache das ja auch politisch. Und da ja politisch kein Blatt zwischen den Politikern und den Journalisten Köppel passt, habe ich mich selbstverständlich auch hier nach bestem Wissen und Gewissen in diese Thematik vertieft. Dann weitere größere Geschichten in dieser Ausgabe. Wir widmen uns einem sehr interessanten Mann, nämlich dem Jonas Furrer, der erste Schweizer Bundespräsident, Freisinniger aus Winterthur, liberal-konservativ. Das Inbild und der Archetyp jenes Bundesrats, der eben nicht eingeknickt ist. Und wir versuchen hier etwas an der Historie uns für die Gegenwart zu stählen. Dann Urs Gehriger hat einen, ich sag mal, hochinteressanten, wenn gleich auch etwas skurrilen Artikel geschrieben, nämlich von der Kunst Diktator zu sein. Von der Kunst Diktator zu sein, ja, das hätten Sie nicht gedacht. Das ist nicht so einfach. Das ist ein Knochenjob, Diktator zu sein. Und wir haben uns, also Urs Gehriger hat sich mit einem Historiker unterhalten, der sich vor allem in der Diktatorenforschung besonders gut auskennt. Dann Jean Ziegler, der unverwüstliche, dunkelrote, ja, Politicien terrible, könnte man sagen, enfant terrible. Ja, er hat etwas Kindliches sich bewahren können. In Genf, Jean Ziegler, schreibt einen großen Essay über Neutralität für die Weltwoche. Mischa Bahnert befasst sich mit einem Heldenepos, und zwar mit Amelia Earhart, einem Fliegerass, einem weiblichen Fliegerass, und sie ist irgendwie verschwunden. Dann also die großen Recherchen in dieser Ausgabe. Auch interessant, Erik Ebneter hat Roger Hallam genauer angeschaut. Roger Hallam ist der Mann, der diese merkwürdige Organisation, wie heißen die, Extinction Rebellion gegründet hat. Das sind die, die die Limmat kürzlich grün eingefärbt haben. Das ein paar Ausschnitte aus dem aktuellen Inhalt. Was ich auch noch sagen möchte, wir haben eine sehr schöne Zusatzausgabe drin über China. Wir haben 70 Jahre, wenn man so will, Volksrepublik China. China ja auch ein Land, das immer etwas einseitig negativ betrachtet wird in unseren Breitengraden. Wir haben hier eine Spezialausgabe zum Thema China gemacht. Immer auch bemüht, etwas die andere Sicht einzuschießen. Sehr namhafte, tolle Autoren. Unter anderem, das ist, glaube ich, so noch nie dargestellt worden, Christoph Blocher, der Unternehmer,
und dann Politiker auch, beschreibt hier seine, ja, sehr lebhaft und witzig, seine Eindrücke, also er anfangs der 80er Jahre mit seiner Familie als China-Pionier der schweizerischen Wirtschaft, dort über 120 Fabriken baute und eben weil auf Druck seiner Frau, die es dann so gefordert wurde, wie er mit seiner Familie in China quasi anstatt Ferien zu machen, dann seine Kinder eingespannt hat, um Businesspläne zu entwickeln. Das klingt jetzt natürlich nicht nach fortschrittlichen Erziehungsmethoden und Kuschelpädagogik, aber wenn Sie den Text lesen, werden Sie feststellen, dass da sehr wunderbare familiäre Teamwork-Energie vorhanden wäre zu Beginn der 80er Jahre. Also ein kleiner Ausschnitt in diese Spezialausgabe. Ja, ich hoffe, Sie finden etwas, was Ihnen gefällt. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn ich Ihnen nächste Woche dann die nächste Ausgabe vorstellen darf. Vielen Dank.